So, die erste Testfahrt nachts mit der GoPro Hero 9. Ich bin mal gespannt, was man aus den Videoaufnahmen noch rausholen kann. Ich nehme nämlich jetzt auch nur in 2,7K 30 FPS auf und die ISO sollte maximal bis 800 hochgehen. Und den Rest mache ich dann in der Nachbearbeitung. Ja, moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Casi on Tour. Ja, ihr habt es gerade schon mitgekriegt, ich mache heute sozusagen meine erste Nachtfahrt hier mit der GoPro. Grund dafür ist, dass ich jetzt noch mal zum Hafen runterfahre. Weil es ist Donnerstag, wir haben den 28. April. Und unsere Elbphilharmonie in Hamburg wird 5 Jahre alt. Und aus diesem Grunde gibt es jetzt an 4 Tagen eine Lichtillumination. Unter anderem auch mit Drohnen. Und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, das will ich mir angucken. Heute Abend bin ich jetzt allerdings ohne Drohne unterwegs. Ich habe nur meine gute alte Videokamera eingepackt, sprich einen Camcorder, und damit werde ich das erstmal versuchen aufzunehmen und nochmal versuchen die Lage zu checken, ob ich in den nächsten Tagen vielleicht nochmal runterfahren kann, um dann vielleicht auch nochmal ein paar Drohnenshots zu machen oder so. Ja, ich bin bestimmt wieder falsch angezogen für heute Abend. Also wir hatten heute einen richtig tollen Tag. Ihr seht das da hinten vielleicht noch so ein bisschen am Himmel. Es war wirklich ein richtig toller Tag heute. Also Sonne pur und 17 Grad. Aber es geht nachts noch extrem runter bei uns. Also heute Morgen hatten wir Bodenfrost. Und jetzt sollen wir noch haben 13 Grad. Jetzt haben wir 21:44 Uhr. Die Show, also diese Lichtshow, die geht aber erst um 23 Uhr los. Geht ungefähr eine halbe Stunde. Und ich habe da wieder so die Befürchtung, dass ich auf dem Rückweg wieder völlig falsch angezogen bin und mir nachher echt den Arsch abfriere. Ne? Ich habe natürlich aus meiner Jacke schon das Winterfutter raus. Das hat sich letzte Woche schon gerecht, als wir an der Ostsee waren. Und meine beheizbaren Handschuhe sind momentan auch nur Handschuhe, weil die Akkus, die liegen nämlich zu Hause. Also sprich, ich bin eigentlich schlecht vorbereitet gerade. Aber gut. Nur die Harten kommen in den Garten, ihr kennt das. Und schlechtes Wetter gibt es ja bekanntlich nicht. Und wenn ich mir nachher den Arsch abfriere, dann habe ich selber Schuld. Ja, ich habe ja jetzt schon seit ein paar Tagen oder seit ein paar Touren tatsächlich hier die GoPro Hero 9 im Einsatz. Und ich muss sagen, die macht echt einen tollen Job. Also bis jetzt hat sie mich eigentlich noch nicht im Stich gelassen. Beim letzten Video, da diese Feierabendtour, da war die Qualität ziemlich schlecht. Ich habe dann aber gesehen, dass ich mich vertan hatte, und zwar ich habe tagsüber so ein bisschen mit den Einstellungen der GoPro rumgespielt und habe die dann, als ich dann auf Tour gegangen bin, ja eigentlich gar nicht mehr gecheckt und die auch nicht zurückgesetzt. Das ist natürlich dann blöd, ne? Aber so ist das halt manchmal. Weißt du, dann hast du irgendwie die Akkus von der Drohne, die du laden musst, dann hast du die Akkus von der Action 2, dann hast du die Akkus von der GoPro Hero 9. Man wird ja völlig mehr Schugge mittlerweile, ne? Ja, aber wie gesagt, Zuverlässigkeit und so, bis jetzt keine Probleme bei der GoPro. Sprachqualität finde ich auch mittlerweile sehr gut. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Mal über Landstraße Tempo 100 gefahren oder auch über Autobahn. Und ich konnte im Endeffekt da in der Nachbearbeitung alles gut einstellen. Also ja, eigentlich überhaupt nichts zu beanstanden.
Ja, was heute cool ist, wir haben total klares Wetter und da kann ich mir vorstellen, dass natürlich gerade bei der Elfi da dann, ja, wenn du eine gute Sicht hast, dass dann zumindest die Aufnahmen einigermaßen was werden. Wie gesagt, die Auflösung in meinem Camcorder ist halt nur Full HD. Aber der ist schon ganz gut. Also wir machen damit ja auch meistens die Aufnahmen, wenn ich da mit der mobilen Disco unterwegs bin oder so, ne? Die DJI Action 2 habe ich heute nicht mit. Eigentlich wollte ich die auch mal austesten, wenn man abends unterwegs ist. Aber das wird mir heute wieder zu viel, ne? Also heute reicht mir wirklich hier die GoPro am Helm. Erstmal gucken, was die raushaut. Ich habe auch gemerkt, dass das gar nicht so viel Unterschied jetzt ist zwischen der Action 2 und der GoPro Hero 9. Also beide Kameras machen tagsüber sowieso echt einen total geilen Job. Und ja, in der Nacht haben sie eben beide auch nur einen schwachen Sensor. Das darf man halt alles nicht vergessen, ne? Und insofern habe ich mir das heute einfach mal gekniffen, die Action 2 dann auch noch irgendwie hier auf dem Roller mit zu befestigen. Ja, in einer Stunde geht es dann auch los an der Elfi. Und ich bin mal echt gespannt, was da so abgeht. Ja, toll, jetzt geht's wieder auf die Huppelpiste hier. Ey, die Scheißstraße ist immer noch gesperrt. Naja, gut. Scheint auf jeden Fall voller zu werden heute Abend. Alter, was ist hier los? Na ja, gut, Theater ist gleich zu Ende. Die fahren hier längs. Ich würde mich mal... Das Schöne ist ja, dass du dich mit dem Roller so gut wie echt überall hinstellen kannst nachher, ne? Ist natürlich ganz geil. Dass mich das hier alles nicht interessieren braucht. Genau. Freunde, ich bin wieder zu Hause. Es ist jetzt ja ziemlich genau 12 Uhr. Also die Drohnenshow war ja so lala. Also es war relativ kurz dafür, dass man da jetzt wirklich fast wieder eine Stunde gestanden hat. Die Show selber ging irgendwie 10 Minuten.
Ich hoffe, dass die Videoaufnahmen was geworden sind. Das kann ich natürlich jetzt noch gar nicht sehen. Das sehe ich erst dann, wenn ich praktisch ja, dieses Video schon geschnitten habe und auch diese Ansage gemacht habe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an meinem Video. Und ja, mal gucken, wenn wieder was Besonderes ist, dann bin ich natürlich wieder mit am Start und nehme euch dann auch gerne mit. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen, sage bleibt mir gesund und ciao ciao, euer Kasi.